Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge One Piece Starter Cruise. Heute haben wir tatsächlich mal wieder ein Dual Showcase am Start, wie ich es früher genannt habe. Ich nenne es einfach jetzt immer noch nur noch Showcase, weil ich es früher auch so gemacht habe. Und Dual Showcase ist eigentlich nichts anderes als normales Showcase zu zwei Charakteren halt, ne? Warum showcase ich jetzt nochmal Yamato Ruffy? Und warum habe ich das alternative Artwork? Habe ich das alternative Artwork nicht, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Es ist einfach nur ein Stilmittel, ja? Okay. Ich habe Yamato Ruffy mittlerweile Rainbow, deswegen zeige ich euch nochmal, wie sie so Rainbow performen und ihr könnt es dann einfach vergleichen. Und dann habe ich gleich die Gelegenheit genutzt, um mir eine Frage zu beantworten. Und zwar, Sanji, Zoro zusammen mit Yamato Ruffy, wie gut funktioniert das? Und ich habe es einfach mal wieder in den Garb Challenges benutzt, weil das immer die erste Anlaufstelle für Showcases ist bei mir. Ich muss mir echt mal irgendwann zulegen, echt mal irgendwann mir Raids raussuchen für die Charaktere, wie ich es auch damals gemacht habe. Aber damals hatte ich auch noch mehr Zeit und so, aber wir werden schon mal im nächsten Mal also Showcase machen. Auf jeden Fall, die Gap-Challenges sind ja auch ein bisschen, ne, die schafft auch nicht jeder, aber trotzdem. Diese beiden sind auf jeden Fall, also Sanji Zoro hat mich sehr an Yamato Ruffy erinnert, weswegen ich auch gern die beiden zusammen showcasen wollte. Und da haben wir noch G5 im Gepäck. G5 gehört einfach in jedes, er kann einfach alles. Nennen wir mal ein paar Sachen, wo man G5 nicht spielen kann, weil er halt nichts bringt. Ja, außer halt jetzt in den Content, den ich finde. Ja, okay, ich halte mein Maul. ihr wisst schon, was ich sagen will. G5 ist halt einfach mega stabil. Man kann ihn eigentlich überall mit hinnehmen als Leader. Und deswegen haben wir ihn auch dabei. Ja, Yamato Ruffy, wisst ihr meine Meinung zu der Unit? Wer sie nicht weiß, soll sich einfach das Showcase angucken. Von damals. Das ist auch schon wieder 2-3 Monate her, holy shit, Alter, wie schnell die Zeit vergeht. Auf jeden Fall Sanji Zoro, auch auf jeden Fall einer meiner Lieblingsunits aus 2023. Da könnt ihr auch ein Video angucken. Aber die Units funktionieren ungefähr gleich, sie haben beide dieselben Probleme. und zwar die Switch-Leiste. Die Switch-Leiste ist wirklich sehr, sehr nervig, weshalb ich auch Blitzbälle abgebrochen habe zu farmen. Und es einfach keinen Bock mehr gemacht hat. Oder weil Sanji Zoro halt immer mit einem Tandem, Recovery oder Warnuslot ihre Switchleiste füllen, was auch sehr, sehr nervig war. Weil du wolltest einfach manchmal Zoro als Super Switch haben und manchmal Sanji. Aber dann hattest du manchmal Probleme, dass du mit den einen aus Versehen einen Orb eingesammelt hast und die dann den Super Switch schon ausgelöst haben. Also du konntest ihn dann nicht mehr ändern, ohne ihn auszulösen. Also du konntest den Charakter nicht mehr switchen, ohne den Super Switch auszulösen. Und dann kam es meist dazu, dass du einen Charakter hattest, den du gar nicht haben wolltest. Und das ist halt sau nervig. Und bei Yamato Ruffy ist es so, du möchtest den Super Switch haben, aber du bekommst ihn einfach nicht voll. In 8 Runden, da müsstest du entweder stallen oder andere Sachen machen. Ja gut, eigentlich nur stallen, weil manche Stages sind halt auch schon in 8 Runden vorbei. Da kommen jetzt aber die Captain Abilities ins Spiel. Mit Ruffy besiegst du einen Gegner und erfüllt sich der Balken. Und mit Yamato musst du einmal angegriffen werden, erfüllt sich der Balken. Klar, kann man jetzt einfach immer mit Ruffy angreifen oder sich immer mit Yamato angreifen lassen. Aber das ist es auch nicht. Das ist es nicht. Warum überhaupt so viele Switches? Warum? Ja klar, es ist immer noch eine super krasse Unit. Aber ich will es einfach nicht, dass diese Switch-Unit so viel brauchen. Guck mal, Ruffy Ace, also ich vergleiche jetzt mit Ruffy Ace, ja. Das ist aber eine geile Switch-Unit. Die braucht nicht so viele Switches. Und eigentlich ist es auch scheißegal, wer davon der Leader ist. Weil sie beide die identische Captain Ability haben. Nur der Super Switch boostet halt nochmal ein bisschen ihre Effekte. Und Yamato Ruffy, ja, die haben halt unterschiedliche Captain Ability und so. Also, ja, es ist so dumm, was ich gerade schon wieder laber. Aber ich spiele halt über eine Unit, die weniger Switches braucht als eine Unit, die einfach fucking 8 Switches braucht oder 7.
Gut, bei Sanji Zoro ist es immer noch besser zu spielen, weil der Switch sich schneller aufladen kann, aber dann ist halt das Problem, dass du die Unit nicht hast, die du haben möchtest, manchmal. Sei denn, du spielst schlau. Ja, ihr versteht das schon. Also, Leute, die Optik spielen und sich ein bisschen damit auskennen, die verstehen mich, aber klar, als Anfänger ist das vielleicht geil, so eine Dual-Unit zu spielen. Am Anfang war es auch so geil bei mir. Aber ja, also ich spiele Dual-Units immer noch und die machen Spaß und so, aber ja, muss nicht sein, ne? Ich will jetzt kein Team mit 5 Dual-Units spielen, aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde, und ciao, ciao.